Hallöchen oder ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, da in der letzten Folge ja so ein bisschen das Spiel Probleme gemacht hat, weil einfach viel zu viele Bäume da waren, bin ich jetzt einfach mal aus dem Wald geflüchtet, weil es macht keinen Sinn, da jetzt noch weitere Folgen zu verbringen, um Holz zu hacken. Wir haben aktuell irgendwie 2 Stacks, fast 3 sogar. Und das sollte erstmal reichen. Und die Bäume hau ich dann mal weg. Außerhalb vom Let's Play. Weil das Geruckel ist leider Gottes echt unerträglich. Ihr habt das gesehen. Und die Folge hatte ja auch über 22 Minuten. Obwohl bei mir praktisch der Timer eingefroren war in OBS. Also bei mir stand trotzdem noch 19 Minuten 28 die ganze Zeit. Und von daher ich mache das besser außerhalb. So, und wie man sieht, Holz haben wir eigentlich massig. Holz brauchen wir keins, aber ich möchte ganz gerne die Bäume weg haben, weil schwierig. Und ich werde auch keine neuen mehr pflanzen. Ich werde das jetzt einfach mal lassen. Und ja. Habt auch mal gesehen, was passiert, wenn man es einfach mal mit Bäumen übertreibt. Macht Sira bekanntlich ja ganz gern. So, und jetzt haben wir hier unsere Sachen. Was sagt das hier? Nix. Okay. Also gut. Einmal weg und einmal her. Und dann... Ach, guck mal, hier fehlen sogar noch welche. So, hier haben wir fertig. Sehr gut. Ups. Ja, Level 73, alle. Nice. So, machen wir erstmal hier den Boden. Dann die Wände. Und wenn man hier, ich glaube, wir haben die Wände noch nicht fertig und dann ist eh schon wieder Sense. Ich muss mal schauen, was wir hier brauchen für das Ganze und wir müssen das dann dringend mal farmen gehen, dass wir hier mal mit dem Aufrüsten vorankommen. So, und das war's schon wieder. Und das war's einfach schon wieder. Dö. Ja genau, wir müssen Steine farmen gehen, ne? So, und dann brauchen wir hier... Wir haben ja wieder welche gebaut. So. Huch. Na nü. Da müssen wir erst das Loch stopfen. Ich müsste gerne mal auf die andere Seite. So, das sollte schon reichen für einen Erdböppel. Oh, ein Erdböppel. Oh, ein Erdböppel. Oh, ein Erdböppel. Ah, ein Erdböppel. So. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. So, eine Reihe ist fertig. Geil. Schwupps. Sehr gut. Haben wir auch wieder gebaut. Fertig. Huch.
Genau. Da hat man ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Und das. Das nehmen wir wieder mit. Oh. Na Mensch. Guten Tag, die Herren. So. Hatten wir nicht irgendwie... Ah, da musste ich das machen. Den Druck muss ich machen. Der Ingenieur. Oh Gott. Entschuldigung für die komischen Geräusche. Ich habe mich gerade ganz herzhaft gestreckelt. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Gut frag. Und wir könnten mal gucken, wie viel Energy unser Dingensbummens noch hat. Ob der noch genug Power hat. Ah ja, den haben wir gleich erst nachgerüstet. Na Mensch, da unten liegt ein ahnungsloses Opfer. So was. Ach ja, ich wollte mal schauen, was wir denn alles für Zement brauchen. Aber ich glaube, für den Grundstoff, den man über die Schmiede macht, ist, glaube ich, nur Stein nötig. Zement. Ach, der ist fertig. Guck. Jo, da ist nur Stein nötig. Und Steine haben wir leider nicht mehr viel. Ich brauche, glaube ich, auch Steine, um dann die Mischung zu machen, ne? Ja. Sand und Stein. Das heißt, ich könnte theoretisch 2000 machen, wenn ich 2000 Steine hätte. Na komm, die haben wir doch so hohe. Komm, das gönnen wir uns. La 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 la. La la la. Gönnen wir uns. Hätten wir noch mehr Steine? Ja gut, was heißt, hätten wir noch mehr Steine? Wir müssen Zement machen. Dafür brauchen wir viele Steine. Ich glaube, wir müssen mal Steine farmen gehen. Habe ich denn eingetragen, wo unsere Steinmine ist? Genau. Wo habe ich die denn gemacht? Kohle, Steinmine da oben. Kompass. Nee, nicht verbergen. Ich mock da hin. Da. In 400 Metern. Gerade so. Wir müssen leider farmen gehen. Es tut mir leid. Das tut mir leid. Wir müssen farmen gehen. Wir müssen dazu stehen. Müssen farmen gehen und müssen dazu stehen. Wir haben keine andere Wahl. Auch wenn es ist eine Qual. Da ist eine Fackel. Ich sehe sie fackeln. Fackeln. Oh, was essen und trinken hätten wir vielleicht auch noch gekonnt. Tun können machen. Flup. Flup. La 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 la. Da, 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 da. Oh, wir können unterwegs eigentlich mal ein paar Autos auseinanderzwiebeln. Ein paar kleine Rohstoffe kriegen, die wir später auf jeden Fall auch noch brauchen. Brauchen tun werden. Ein Huhn. Das hat drei Ecken und ist weg. Ups. Ich habe mich verschossen. Entschuldigung. Das war nicht geplant. Entschuldigkeit. Ich
Ich wollte dich eigentlich verfehlen, aber du bist in der letzten Sekunde noch einen Schritt in die falsche Richtung gegangen. Und dann hat's dich halt leider erwischt. Das tut mir leid. Aber da bist du selber schuld. Was war das gerade? Doch mal gesehen, dass sich da was bewegt. Hui! Da, jetzt bewege ich nichts mehr. Oh, das war wieder ein Feral. Auch wenn ich seine... Oh, ein... Warum stürzen sich die Viecher mal alle in den Tod jetzt mittlerweile? Kind, bleib doch stehen! Ich will dich retten! I want to save you! Guck, ich hab dich gerettet vor dem da! Mein Fleisch. Alles Misch. Was ist das eigentlich hier? Ah, das ist es. Das ist das Krankenhaus. Okay, da sollte ich vielleicht noch nicht rein. Auch wenn wir echt gut ausgerüstet sind, glaube ich. Guck mal, da kommt schon wieder ein Kumpel. Kumpelini. Komm her, Kumpelini. Kumbelbell. Tschüssi. Ich will immer noch zu meiner Mine. Da. Guten Tag. Blubblepp. Im Übrigen kriegen wir 110 Stück pro Schlag. Ich glaube, wir ziehen das hier auch jetzt mal eine Folge lang durch, ha? Also beziehungsweise den Rest der Folge. Oh, ich mache schon viel zu viel wieder weg. Oh, da haben wir übrigens Metall. Metall haben wir ja gesagt, brauchen wir auch. Oh, da haben wir sogar Sand. Wir haben hier irgendwie alles auf einen Schlag. Sand, Stein und Eisen. Nice. Finde ich cool. Na, wobei so viel Sand kommt da tatsächlich gar nicht bei raus.
Guck mal, wir haben schon wieder 3 Uhr morgens. Krass. Was hat er gerade gefaucht? Oh, hi. Hui. Und sonst so bei euch? Was gibt's Neues? Erzählt mal was. Weil ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe gerade keine Themen. Nein! Ein schönes Metallstück. Tschüss, Sand. Ich glaube, es macht mehr Sinn, den Sand zu sammeln, wenn man in der Wüste ist. Weil ich glaube, da droppt mehr. Oh, es ist schon wieder hell. Krass. Wie schnell ging das denn jetzt? Heftig. Und wir sind auch schon wieder fast bei 18 Minuten. Ja, mei. Weil ihr seht, hier kommt irgendwie nicht ganz so viel Sand bei rum, wie ich es gern hätte. So, gleich habt es. Dann haben wir auch hier fertig. Hallo Springerli, komm zu mir. Ich hab was Schönes für dich. Na, hallo. Gula, 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 gula. Wie schön der hier runtergeplumpst kam erstmal. Nice. Oh Gott. Alter. Moment. Jo, da bin ich wieder. Entschuldigung. Meine liebe Betreuerin hat gerade sich gemeldet. Sie hat einen Schrank, einen kleinen Schrank für mich, den sie mir gleich vorbeibringen. Gott sei Dank ist die Folge schon fast um. Und in dieser Hinsicht ist dann, glaube ich, die Aufnahme erstmal pausiert.
bis sie da gewesen sind. Und ja. Mal kicken, du. Und wir sind auch schon bei 20 Minuten. Und ich habe eh einen Durst jetzt. Und Hunger stellt sich auch bald ein. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Rückweg. Beziehungsweise ich beende jetzt mal hier die Folge. Der Rückweg ist ja nicht relevant. Hi. Jetzt kommt das ganze Gefühl. So, der Rückweg ist ja nicht so wichtig. Von daher würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vermutlich, wenn mein Schrank dann anwesend ist, ne? Also, bis dann. Tschüss.